Das ist wie eine Sucht, tanzen zu müssen. Das ist Lebenserfüllung. Mein Leben war Tanz und ist es noch bis in die späten Jahre. Das ging von der Choreografin Heike Hennig aus. Sie hatte vor, mit älteren Profitänzern ein Stück zu machen. Das freute mich, das war wieder eine Begeisterte. Ja? Das war genau meine Welt, aber sehr spät. Nur hatte man natürlich diese Ängste. Kann man das noch wagen? In den Jahren auf die Bühne, das, man hätte ja denken können, man wird ausgepfiffen, ausgelacht. Aber die Leute waren begeistert, jede Vorstellung war ausverkauft. Und da haben wir gesagt, ist es richtig, dass wir das machen. Wir haben natürlich unser Gewissen wie Wehchen gehabt, ja, mit Rücken, mit Füßen und dies und jenes. Aber wir haben das immer wieder überwunden. Wir waren diese Zähigkeit gewöhnt, diese Tanzerziehung, dass man sich überwindet, dass man Disziplin haben muss. Und das ist alles im Alter wiedergekommen. Ich habe als Kind natürlich schon zu Hause nach Radiomusik getanzt. Es war irgendwas da, ich wusste auch nicht. Aber ich musste mich irgendwie bewegen und ausdrücken. Und dann habe ich so lange gedrängelt, bis meine Mutter mich in der in Dresden berühmte Wiegmann-Schule angemeldet hat, in die Kinderklasse. Natürlich gab es Aufnahmeprüfungen. Man zitterte und dann kam die Wiegmann raus und sagte immer, du hast bestanden, du hast bestanden. Ja, bei dir ging das nicht. Ich hatte bestanden. Ich war das glücklichste Kind, was es seinerzeit gab. Ich war so begierig, tanzen zu lernen. Und nun wirklich auch nicht nur so laienhaft. Und Ausdrucksmöglichkeiten rauszuholen. Das hat die Wiegmann gemacht, ja. Das war etwas so Höheres, in eine andere Art zu tanzen, sich ausdrücken zu können. Diese ganze Geschichte musste man durchleben. Für mich war der moderne Tanz also alles gewesen. Aber der Verstand sagte, du musst jetzt klassisch lernen, richtig arbeiten. Es ging einfach nicht am Theater, dass man als moderne Tänzerin nur da eingesetzt wurde. Und da habe ich ein Jahr bei der Choreografin in Leipzig und ein Jahr bei der Tatjana Gsovsky in Berlin klassisch studiert. Spitze, Spitze, Spitze und Springen und so weiter. Dann habe ich mich beworben und ich bekam Engagement als Solotänzerin in Leipzig, weil eine Kollegin wegging. Und ein Jahr später wurde ich schon erste Solotänzerin. Unser Domröschen Ballett. Ich war die böse Fee. Eine wunderbare Zeit, eine Glanzzeit. Eigentlich war jedes Tanzstück für mich im Moment die Welt. Ja, man hat sich so reingegeben. Anders ging das auch gar nicht. Man musste immer eine Beziehung finden zu der Rolle und zu den Mitstreitern. Und so ist das bis jetzt. Vielleicht ist manches anders geworden. Ja, an Bewegungen, als es früher war. Wahrscheinlich auch vom Stück her. Beim zweiten Stück hat die Heike Hennig 5 junge Tänzerinnen und Tänzer haben wollen. Diese Mischung, da haben wir natürlich auch erst gesagt, kann das klappen? Die kommt mit ihrer tollen Technik an, die war bei uns vorbei. Aber die jungen Leute waren, es war eine Herzlichkeit von Anfang an. Sie haben uns respektiert, wir sie. Und sie haben vieles von uns abgenommen. Und wir wahrscheinlich auch von deren jugendlichem Charme noch so ein bisschen. Ja? Es war eine sehr, sehr schöne Arbeit mit diesen jungen Leuten. Und ist es noch. Wir haben ja noch immer Vorstellungen.
das Tanzen, das persönliche Leben, das läuft gemeinsam. Die zig Jahre weiter. Es war eine gewissermaßen schöne, künstlerische und auch für mich lebendige Zeit. Ich habe gelebt und denke, ich habe mein Leben erfüllt.